Promis in Weihnachtsstimmung. Heute im Weihnachtstram. Wir befinden uns an einem Dezembertag im verschneiten Zürich. Der letzte sonntägliche Weihnachtsverkauf geht gerade zu Ende. Es ist kalt. Die Leute genießen noch die warme Luft an den Eingängen der Kaufhäuser. Andere ziehen bei Windstößen schützend die Schultern nach oben. Und viele ärgern sich darüber, dass sie keine warme Mütze dabei haben. Inmitten dieser nach Hause strömenden Menschen stehen unsere drei prominenten Hauptpersonen an der Tramhaltestelle des Paradeplatzes. Es sind dies Matthias Hüpi, Kurt Eschbacher und Hakan Yakin. Alle wissen, was gleich geschehen wird. Nur Hakan hat keine Ahnung. Matthias, heiß, kalt, meine Fußhandschuhe gar nicht so warm und kalte Zehen ja auch. Ja, dann musst du halt mit deinen Zehen ein Fäustchen machen. Genau so wie mit den Händen. Genau, der Matthias hat recht. Auf und zu, auf und zu. Geht's besser, Hakan? Ja, bitzli. Ein Glockenspiel ertönt von Weitem und wird immer lauter. Hey, Kurt, Matthias, lauf mal! Das Weihnachtstram fährt gerade durch. Hakan, da warten wir vorbei. Da haltet bei uns. Tada! Die Weihnachtsüberraschung ist da. Also, steigt mal ein. Juhe! Tramli, tramli, auf den Wartinamli. Die drei steigen ein. Das Tram fährt los. In den lachenden Augen der drei spiegelt sich die großzügige Weihnachtsdekoration wieder. Also, das Tram ist wunderschön dekoriert. Rote Kugeln, goldige Kugeln. Zwischendrin mal ein freches Tannenzweigli, verziert mit dreifarbigem Glitzer. Und das alles harmoniert mit den Sternen an der Decke. Prächtig ist es. Fantastico. Magnifico. So schön. Wollen wir jetzt ein Weihnachtslied singen? Nein, Hakan. Die eigentliche Überraschung wartet an der nächsten Station. Hey Matthias, Kurt, schaut mal dort. Der Santa Claus, der Santa Claus. Hallo, Santa Claus, ja, Santa Claus, gib mir ein bisschen. Bleiben, nicht zu viel verlangen. Hey, hallo, Santa Claus. Hey, da steigt ja ein. Die Türe öffnet sich und ein Weihnachtsmann steigt ein. Guten Abend miteinander, grüezi. Ich bin der Santa Claus. Wer von euch ist denn jetzt der Hakan? Ich bin der Hakan. Hakan. Wenn ich in meinem dicken Samichlaus-Buch lesen kann, bist du gut in diesem Jahr. Hast du dir Mühe gegeben auf dem Fuss? Matthias, mit dem Samichlaus, du hast eine wahnsinnig gute Idee gehabt. Ja, mach bravo. Für den Hakan ist der Weihnacht, Geburtstag und Ostern auf einmal. Schau, wie er leuchtet. Also auch mal deine Bananen mit einem Mitspieler teilen. Ja, noch ein bisschen. So Sachen sehe ich natürlich gern. Jetzt schau ich einmal, was ich in meinem Sack dabei habe für dich. Gib jetzt schon Geschenkli. Ja, also da haben wir einen 20-Pack Vitamin Power-Riegel, dann spezielles Mittel zum Fußballschuhe putzen, ein Bärli Skibeinschoner, eine Böllepumpe und zwei Mandrinli. Aber Hakan, hast du noch ein Fäsli? Also, ja, es geht so. Ich habe leider kein Fäs. Das war's. Sehr schön, Hakan. Ja, fantastisch. Ja, das toll, ganz lässig, Hakan. Und jetzt singen wir noch ein ganz schönes Weihnachtslied, um den ganzen abzurunden. We wish you a Merry Christmas. Nein, halt, stopp, nicht Englisches, Matthias. Es stille Nacht tut's an. Ich hab noch etwas Englisch. Und los. Stille Nacht. Oh, komm, Gott verdammt. Und so fahren unsere Freunde durch die ganze Stadt. Mit einem warmen Tee in der Hand und der Vorfreude auf Weihnachten im Bauch. Hört auf. Hört auf mit dieser Weihnachtsscheiße. Aber Herr Grübel, das seid jetzt in dieser Serie nicht dran. Ade.